Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir machen jetzt noch eine Aufnahme. Es ist Freitagnacht, beziehungsweise halt Samstagmorgen. Ich hoffe, dass ich noch zwei Spiele hinbekomme. Dann haben wir wieder jeweils 9 Spiele für Samstag und Sonntag. Und jeweils, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir 16 Spiele nur noch, oder? Und jeweils 8? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Haben wir dann jeweils 9, das ist, denke ich, okay. Ich werde jetzt nochmal schnell 5 Liegestütze machen, damit ich mir hier mitten in der Nacht wieder ein bisschen Power reinholen kann. Und ich wollte aber das unbedingt in der Aufnahme machen, weil es einfach authentisch und geiler. Und ich mache nebenbei meine Terrassentür auf, damit ich sogar noch frische Luft bekomme. Richtig geil. So, jetzt mal auf. So, zack. Und jetzt noch 5 Vogel mit der Liegestütze. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5. So. Damit ist mein Kreislauf wieder komplett am Start und wir können weitermachen. Ich hoffe, dass Stindl sich erstens weiterhin so gut anfühlt, zweitens ein gutes Positionsspiel zeigt und drittens Buden macht. Er hatte ja jetzt eigentlich nur eine hundertprozentige Chance, die hat er auch gemacht. Das Trikot mag ich nicht. Hat eine weiße Hose an. Na, also. Oh Gott. Warum will er denn unbedingt mit diesem Alaska-Trikot spielen? Er hat doch was, was viel besser gepasst hat. Egal. Konzentrieren. Konzentrationshaltung einnehmen. Ist wieder der gleiche Typ. Diesmal spielt er auswärts. Das ist anscheinend okay für ihn, wenn er da die Dunklen spielt. Konzentrationshaltung einnehmen. Ich habe bisher wirklich den Vorteil gehabt, dass ich häufiger mal das bessere Team hatte und man wirklich gemerkt hat, dass man da die individuelle Klasse mitbringt, die beim Gegner vielleicht fehlt. Was dann nochmal meine Leistung vom letzten Mal mit der Premier League, wo ich häufig das schlechtere Team hat, hervorhebt. Okay, er hat Man of the Match Höwedes. Okay, er hat den normalen Hernandez im Sturm. Es war generell ein sehr merkwürdiges Team dafür, dass er Bundesliga spielt. Ich glaube auch im 4. Was war das? 4-5-1? So, Konzentration. Wir haben auf jeden Fall wieder das bessere Team, das haben wir gesehen. Costa hat er auch wieder. Also, Costa spielen echt viele. In diesen eher so teilweise Low-Budget-Teams, was wahrscheinlich daran liegt, dass Reus einfach viel zu teuer ist und Ribéry den meisten zu langsam sein wird. Aber Ribéry ist so geil. Ribéry ist meiner Meinung nach so viel geiler als Costa. Schade. Zweimal ultra knapp. Ja! Abstoß, das habe ich gehofft. Deswegen bin ich mit Piszczek nicht mehr dran. Rennt da irgendwie jemanden zu? Nö. Nice. Passiert selten, aber manchmal, dann hat man halt auf jeden Fall den Ballbesitz. Okay, er lässt mich nicht außen durchrennen. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er den Ball abfängt. Macht er gut, aber Sokratis steht dann genau in der Lücke. Oh, ultra knapp meiner Meinung nach. Hat er Glück. So, nehmen wir mal die Pace.
Wenn ich geahnt hätte, dass der eine Spieler da in der Mitte so geil frei ist, dann hätte ich. Das ist rot, das ist rot, das ist sowas von rot. Aber er gibt wahrscheinlich kein Rot, aber es ist eigentlich rot. Es ist rot! Geil, Mann, es ist rot. Ich freue mich nicht, weil der Gegner jetzt rot bekommt, in dem Sinne von. Hahaha, jetzt wird es ultra schwer für dich, sondern ich freue mich so, weil es endlich mal eine Situation ist, also weil die Situation so selten kommen, dass wenn der Gegner wirklich eine rote Karte verdient hat, dass er die auch kriegt. Und deswegen freue ich mich einfach, dass er halt wirklich jetzt die rote Karte auch bekommt. Nice. Schade. Interessant, es ist Stindl anscheinend, der einen besseren Distanzschuss hat und nicht Müller. Und. Oh! Ultra knapp! Fuck, Mann. Er hat den RM Müller, oder? Das ist doch auch wieder dieser schnelle Müller. Hamburger Müller. Hat natürlich einen weniger. Er scheint nicht umzustellen. Es war Thiago, also einer von seinen ZMs oder so. Müsste natürlich im Spiel nach vorn deutlich schwieriger haben. Das heißt, wenn wir ein Tor schießen, sollte es eigentlich schwieriger für ihn werden. Das wieder auszugleichen. Spielt schon relativ vorsichtig jetzt. Um was nachzuvollziehen. Sehr schön, Reus ist durch. Fuck! Wieder noch eine rote Karte bekommen oder was? Wobei sollte auch Vidal gehen, der da einfach schön mitläuft. Wieder in Fährmanns Arme, nachdem es leider nur Alu gibt. Schade. Mist, jetzt haben wir auch schon einen Alu-Treffer wieder. Aber egal, wir sind dran, wir sind dran. Ich bin gut, ich bin konzentriert. Wir ziehen das schon noch. Ja, weiß ich nicht, warum Reus den jetzt genau in die Arme des Gegners passt und nicht auf den freien Mitspieler. Kein Abseits, aber es ist keine perfekte Position, um jetzt. Scheiße! Verdammt, stell dir jetzt um. Puh, dieser Alu-Treffer, ärgerlich. Thiago, ja, es ist ein ZM, wusste ich doch. Und der Müller, Costa, Hernandez, Benderle war, glaube ich, auch in Form oder also Second in Form. Bender, Höwedes, Rodriguez, Hummels, Piszczek. Sehr merkwürdiges Team, also sehr merkwürdig. Finde ich zumindest. Ich verstehe nicht, warum man nur den normalen Hernandez spielt. Also wenn er sowas hat wie Höwedes und Inform Benderlep oder ja, glaube ich, dann ist es merkwürdig. Dann, also, keine Ahnung. Dann den langsamen Hummels in der Innenverteidigung macht eigentlich auch keinen Sinn. Oh nein, Vidal, du beschissener Idiot! Ich krieg da noch einen Elfmeter geschenkt. Ich wollte nur dranbleiben, ich wollte nicht, dass er so merkwürdig von hinten reintackelt.
Oh, er tritt halt richtig blöd rum, egal, konzentrieren. Schade, er war knapp, aber wir haben genügend Zeit gegen Fünfer, gegen rote Karte ein Tor zu machen. Und wir waren ja bisher auch der bessere Spieler, würde ich sagen. So macht man das, so macht man das. Einfach mal noch vor der Halbzeit den Ausgleich reingehauen mit Reus, was geht. Schöne Schusstäuschung. Und dann macht er wieder mal einen Distanztreffer. Nice. Na dann viel Spaß. So, und jetzt machen wir mal noch den verdienten 2-1-Führungstreffer. Das ist natürlich jetzt moralisch richtig geil für uns. Was wir gezeigt haben, scheißegal, wir bleiben dran, wir machen direkt den Ausgleich mit Reus. Das können wir auch schauen, ob er irgendwas umgestellt hat. Nö, also ich sehe jetzt nichts anderes. Müsste ein 4-5-1 sein und Thiago immer noch da. Gut, aber wen will er jetzt hier auch großartig noch anders rausnehmen? Also, was will er groß umstellen? Jetzt würde ich wahrscheinlich auch nichts umstellen. Gar keine so schlechte Flanke und Stindl stand auch bereit, aber er ist halt nicht der Kopfballstärkste. Aber ich dachte, wir probieren es mal. Ein bisschen Variation reinbringen, so ein paar interessante Flanken zum Beispiel. Das kann schon mal Sinn machen. Sehr geil. Nicht so geil. Und ich glaube, das war auch die nächste gelbe Karte. Nicht wieder reindrehen. Fuck. Also, wenn er jetzt ein Tor gemacht hätte, ich hätte so gelacht, weil ich habe einfach keinen Zugriff bekommen. Und ich habe versucht, wieder in die Mitte zu dribbeln und er rennt einfach geradeaus. Egal, jetzt gar nicht hier über solche Nicklichkeiten sich aufregen, einfach konzentriert weiterspielen, das Ding durchziehen, es steht 1-1. Wir haben bisher die besseren Chancen gehabt und wir machen das Spiel jetzt auch bevor die 90 Minuten zu Ende sind. Schade. Verdammt nochmal, ich komme aber auch nicht durch. Er scheint auch super defensiv zu spielen, nachzuvollziehen. Jetzt haben wir ja Glück, er macht meinen Aufbaufehler. Wir können dann vielleicht so halb kontern oder so.
Reus und Dembele raus. Ja, das war der Plan. Ganz konzentriert das Ding weiterspielen, nicht zwingen lassen. Wenn wir mal die Verlängerung spielen müssen, ist das halt so. Aber wir haben ja noch genügend Zeit, um hier in der regulären Spielzeit ein Tor zu machen. Zu weit. Schade. Aber ist nicht so schlimm, jetzt kriegen wir auch richtig Kräfte. Schade. Stimmt, ich hätte ja auch direkt wieder mal Bentaleb oder so mit auswechseln können. Ich vergesse aber, dass ich halt drei Wechsel habe. Bentaleb gegen Latza. Wo ist denn Latza hin? Ach, ich habe den vergessen, wieder gegen Ter Stegen reinzunehmen. Oh, fuck. Ah, nehme ich Bruma rein. Oder? Ja. Leicht lucky natürlich, aber ist mir scheißegal. Leicht lucky, aber es ist mir scheißegal. Piszczek, unser Info von Piszczek hat sein erstes Tor, nice. Weil hier wird der Pass abgefälscht. Der wäre sonst wahrscheinlich nicht zu Piszczek, sondern zu Müller oder Vidal gegangen. Jetzt ganz konzentriert die letzten Minuten noch runterspielen. Endphase des Spiels. Ich meine, hat der Gegner überhaupt schon mal geschossen? Nicht, dass ich wüsste. Zumindest jetzt nicht in der zweiten Hälfte. Okay, jetzt fängt es an leicht zu lecken. Wieso, weiß ich nicht. Soll er nicht zu ihm? Oh, Freunde! Danke, Fährmann! Zweimal! Hummels, tackelt sonst wohin. Dann, glaube ich, das andere war Vidal. Also eigentlich die ganzen. Komm, 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 der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt! Wie geil ist das denn? Was geht, Gangster? Das war eine Flanke natürlich, war kein Schuss, war eine Flanke. Schießen kann man da nicht. Sehr geil, es war eine Flanke und die hat funktioniert. Ich habe ja schon mal so ein Ding aufgezogen und ja, ich hatte auch diesmal wieder Glück. Es ist halt echt schwerer, als man denkt, von so einer Entfernung dann das Tor zu treffen. Weil man halt wirklich ganz genau zielen muss mit einer Flanke, da niemand mehr steht. Also der Spieler, das ist ja auch kein Schuss, der Spieler versucht ja nicht mit Absicht irgendwie aufs Tor zu zielen. Sehr geil. Es könnte sogar von noch weiter weg gewesen sein, diese Flanke. Ja, komm, mach Eigentore, schenk mir Tore. Oh, sind wir ein bisschen traurig, bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen angepisst, ein bisschen angefressen. Sehr schön. Können wir uns das aber auch nochmal in Ruhe angucken, oder? Wenn er so fair spielt, wenn er so ein cooler Sportsmann ist, dann gucken wir uns das gerne noch zwei, dreimal an. Und es ist schön für mich, weil ich kriege dadurch nämlich mehr Punkte, also mehr Coins. Also ich will ihn zwingen zu den Eigentoren, weil es gibt Kohle.
Wir spielen die Violine, wir spielen die Violine, wir spielen die Violine. Lalalala. So, wenn er jetzt noch mehr Tore schießt, bringt es uns aber eigentlich nichts. Glaube ich, aber können wir ihm ruhig gönnen. Mal gucken, wie viel wir noch hinbekommen. Ich glaube, zwei Tore schaffen wir noch. Schade, jetzt will er wohl keine Eigentore mehr. Ich meine, ist nicht so schlimm, weil er hat die fünf Tore haben wir jetzt schon. Nice. Ach, kein Elfmeter. Das wäre noch ein krönender Abschluss gewesen, wenn es noch einen Elfmeter gegeben hätte. Nice, wir haben gewonnen. Gefällt mir. Hat Stindl ein Tor gemacht? Stindl hat kein Tor gemacht. Oh. Vorlagen. Einmal Hummels, einmal Bentaleb. Aber Stindl fühlt sich ganz gut an. Natürlich, ich muss halt nach den Scorerpunkten gehen. Es kann halt sein, dass einfach jetzt. Vielleicht funktioniert er einfach gar kein Stürmer mehr. Ich wüsste zwar nicht warum, es ergibt keinen Sinn. Aber Stindl hat, glaube ich, 50% Scorerwerte gehabt. Second in von Hernandez war eigentlich noch besser. Jetzt haben wir den Man of the Match Stindl, der muss ja funktionieren. Er fühlt sich aber auch besser an als als na Second in vom Chicharito. Gut, dann machen wir jetzt noch eins und die restlichen Spiele machen wir dann Samstag und Sonntag. Ah, oh, schade, dass ich dieses eine Spiel verloren gewertet bekommen habe, obwohl ich nicht verloren habe, aber kann man nichts machen, scheißegal. Ansonsten läuft es ganz gut. Es läuft auch viel besser als in der Premier League, aber es ist ja eigentlich egal, wie man anfängt. Es hört da fast immer gleich auf zwischen Gold 2 und Gold 1. Also zwischen 13 und 17 Siegen, was immerhin vier Spiele Unterschied sind, also vier Siege Unterschied. Auch hier wieder Low-Budget-Team. Also wo wir die Premier League gespielt haben, haben wir aber, glaube ich, nicht ganz so viele Low-Budget-Teams gesehen. Also zeigt ja einfach nur, wie viele Leute mit der Premier League normalerweise spielen. Und jetzt müssen halt alle für die Bundesliga und für die La Liga sich ein Team bauen. Und deswegen haben sie alle nur noch Low-Budgets. Ist natürlich ein Vorteil für mich. Also man hat auch schon, wie gesagt, schon ein paar Mal gemerkt, dass einfach die individuelle Klasse da dann einfach nochmal den Unterschied machen kann. Und jetzt konzentriert spielen wieder. Oh, das wird nicht als Foul gewertet, interessant. Schade. Aber wir haben uns ganz gut durchkombiniert bis zu der Stelle dann. Das Reus. Okay, Mangala. Ganz in Ruhe spielen, nichts erzwingen wollen. Wir werden unsere Chancen in dem Spiel. Auf jeden Fall. Oh, schade. Bekommen. Schön gemacht von Reus. Da geht leider Vidal in den Lauf. Ich dachte, er bleibt noch einen Tick kürzer. Gemacht von Piszczek. Oh, fuck, Reus wäre durch gewesen.
Ah, wird ein schwieriges Spiel, ich merke das. Glaube, ich darf nicht zu langsam meine Pässe wählen. Wenn ich dann mit Vidal einfach, mit Müller einfach nur nach unten gelaufen wäre, wäre es ziemlich geil gekommen. Gut gemacht von Vidal. Das war ein normaler Pass, war gerade ein normaler Pass. Er macht eine Flanke draus. Ich weiß nicht, was da los ist. Das war gerade ein normaler Pass, ohne Scheiß. Ich habe auf X gedrückt, PlayStation, beziehungsweise auf A, Xbox. Normaler Pass, keine Ahnung, was er da raushaut. Jetzt glaube ich das zweite Mal, dass er so eine ganz, ganz merkwürdige Flanke macht, wenn man auf normalen Pass drückt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schlechte Ballkontrolle simulieren will soll, also so Fehler, die man manchmal die Spieler da machen, auch im echten Leben mal, oder ob das ein Bug ist, dass der aus Versehen flankt, obwohl er einen flachen Pass wählen soll. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss schneller spielen. Damit kommen wir nicht so klar. Leider wieder ein Fuß dazwischen. Das hätte natürlich das 1-0 vielleicht sein müssen. Auf jeden Fall können. Also, oh, das war aber auch schön gespielt. Und ich glaube, Vorlage Stindl, oder? Ist es? Nee, ist wieder Bentaleb? Ist es wieder Bentaleb? Es ist wieder Bentaleb gewesen. Bentaleb, bester Mann. Zum Glück habe ich den gegen Goretzka eingewechselt. Umgedreht. Oder? Habe ich den gegen Goretzka eingewechselt? Nee, es geht beides. Wunderbar rausgespielt. Pisscheck, Müller leitet selber ein. Und dann nochmal eine schöne Vorlage von Bentaleb. Und dann macht es Müller halt einfach flach ins lange Eck. Sehr geil. Oh, ich hatte kurz Angst. Eine gefährliche Position, aber er bekommt dann zum Glück nicht genügend Druck hinter dem Ball. Richtiger Zeitpunkt, sind wir zumindest durch. Ich glaube, viel damit anfangen kann ich eh nicht. Ich hab's geahnt, dass das Ding reingeht. Ich weiß nicht wieso, aber Vidal hat man meistens dann so das Gefühl, okay, den bummst er jetzt rein. Also wenn er zum Schuss kommt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er zum Schuss kommt, weil jemand halt auf uns zugelaufen kam. Aber ich dachte mir, okay, wenn er jetzt zum Schuss kommt und du legst ihn nochmal so ein Stück nach rechts, weil das wollte ich auch, dann bummst du ihn einfach rein. Und das hat er auch gemacht. Nice, 2-0. Und ich glaube, er brennt nichts mehr an, aber natürlich dranbleiben, wichtig. Oh, da war Bentaleb eigentlich schon dran. Schön gemacht von Hummels. Ganz schwach von mir gespielt, ganz schwach von mir gespielt. Aber zum Glück jetzt auch vom Gegner. Nice! Sehr effektiv bisher in dem Spiel. So, jetzt Stindl, jetzt macht er mal irgendwas. Spiele ich denn jetzt neuerdings ohne Stürmer in der Bundesliga? Was ist denn hier los? Ist denn wirklich Modest der beste Stürmer jetzt oder was? Also Info Modest. Das kann doch gar nicht sein.
meine, der Informstindel hat doch auch komplett sein Zeug gemacht. Okay, das war halt wieder ein Ding, das kann Stindel halt machen. Ist jetzt nicht so schlimm, weil wir 2-0 führen, aber warum macht er den nicht? Das war doch auch ein guter Abschluss, denke ich, mit flach ins lange Eck. Klar, gut vom Torhüter gehalten, kann man auch wieder sagen, aber trotzdem, also... Also, keine Ahnung, ich... habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade mit meinen Stürmern so in der Krise bin. Bundesliga-Stürmern. Oh, fucking Eigentor. Egal. Bleiben einfach dran, machen jetzt noch eins mit Stindl zum Beispiel. So, jetzt wäre es halt schon geil gewesen. Stindl hätte dieses dritte Tor gemacht, aber egal. Machen wir jetzt einfach noch irgendwann eins mit ihm. Hier oben los. Stindl, warum macht er denn den nicht? Fuck. Geiler Pass, richtig geiler Pass. Das war auch ultra knapp in meinen Augen. Gemacht von Hummels. Och Mann. Dann macht das zum Glück überhastet. Das ist wieder... Oh. So ein Ball darf doch nicht einfach verloren gehen. Aber nicht aufregen. Wir führen immer noch. Es ist nichts passiert. Zum Glück. Ich habe geahnt, dass er jetzt wahrscheinlich... Er wollte bestimmt einen Ballkontakt eher abschließen. Und... Er legt sich den Ball nochmal vor, der Spieler, und deswegen habe ich Glück, dass er nicht eher abschließt. Da wäre er wahrscheinlich trotzdem nicht rein, aber es wäre gefährlicher geworden. So, jetzt wechsle ich, nichts auf die leichte Schulter nehmen. Aber wir haben wieder vergessen, Latze auf die Bank zu setzen. Verdammt nochmal, aber es macht auch nichts. Wir können auch mit Bruma spielen. Ach, Stindl, warum macht er denn den nicht? Das war doch eine schöne Chance. Das ärgert mich. Vielleicht mache ich mir auch gerade selber zu viel Druck mit den Stürmern, aber ist da eigentlich Schwachsinn? So eine Chance muss er doch trotzdem machen. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ich verstehe es einfach gerade nicht. Alle anderen Spieler machen die Tore. Klar, es kann auch ganz viel Glück und Pech und Varianz sein, aber alle anderen Spieler machen die Tore und die nicht, oder was? Also die Stürmer jetzt. Ging ja schon los mit Second Inform Hernandez. Schön gemacht von Vidal. Das war richtig schlecht verteidigt. Bleiben natürlich wieder hängen. Sehr geil, aber Vidal, ey, dieses Monster. Oh, da ist natürlich wieder keiner von mir. Oh, ich dachte, Ribéry läuft cool durch. Er läuft nicht cool durch. Pass doch mal direkt.
Oh, es läuft aber auch gerade wieder alles gegen mich, ey. Halt mich wieder meine eigenen Spieler auf. Oh, krass. Aber eine schöne Vorlage von Stindl. Ja, kann halt gut passen. Oh, Mann, das ärgert mich so sehr. Warum macht der Stindl nichts? Wie gesagt, das Problem ist nicht, dass er nichts macht, sondern was für Chancen er liegen lässt. Und das war halt die Chance zum 3-0, die er da liegen gelassen hat. Und es war halt kein schweres Tor, es war keine schwere Chance. Fuck. Muss man besser aufs Tor zielen, ey, da muss rein. Ich will den Deckel haben. Könnte jetzt kommen von wegen, da spiel halt Stindl mal mit einem anderen Chemistry-Style, aber nee. Als ich das erste Mal in vom Stindl hatte, hatte ich am Anfang auch Hunter und es hat gut funktioniert. Und wie gesagt, er braucht die Pace, denke ich, einfach, um in Position laufen zu können. Gemacht von Bruma. Oh, danke, endlich. Stehen die jetzt wohl drauf oder was? 75, er hat halt die höchste Kraft. Ja, er hat die Mauer so gestellt, dass ich nicht mehr um die Seite rumkurlen kann, deswegen lasse ich es einfach bleiben. Er spielt wirklich hervorragend den Fußball. Ich spiele auf Defensiv, hinten stehen zwei Leute. Und zum Glück spielt es dann total bescheuert aus. Unten waren alles frei. Unten stand zwei blank. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass Stindl die Chance nicht macht. Mal gucken, ob wir die dann nochmal angucken können, aber die wird wahrscheinlich nicht dabei sein. War kein Bock mehr, oder? Was ist denn gerade los? Aber er macht auch keinen Einwurf. Ich denke, es ist trotzdem ein verdienter Sieg, aber ich bin nicht zufrieden, wie er gelaufen ist. Vidal Müller, Vorlagen, Piszczek, Wenderlep. Warum schießt denn Stindl das Ding da, ey? Ist nicht mehr dabei. Schade, den hätte ich mir gerne noch mal angeguckt. Natürlich gebe ich Stindl jetzt noch ein paar Spiele Chance, aber wenn es so weitergeht, dann werde ich halt wirklich auf Info Modest wieder umschalten. Da weiß ich, was ich habe. Verdammt. Und das Ding ist halt auch, den Schuss, den er gerade nicht reingemacht hat, er hat ja bessere Abschlusswerte, glaube ich, wenn er Hunter hat, als wenn er zum Beispiel Maestro hat. Also Maestro ist ja bloß Dribbling. Das heißt, wenn er mir halt zu träge vorkommen würde oder so, dann könnte das Sinn machen mit dem anderen Chemistry-Style. Aber er kommt mir ja nicht zu träge vor. Er hat jetzt drei Spiele und ein Tor und hat halt eine Riesenchance liegen gelassen. Das ist halt das Ding. Also ich spiele natürlich erstmal weiter, aber meistens hat man ja am Anfang entsprechend schon das Gefühl, es gibt ein paar Ausnahmespieler, da ist es so gewesen, dass das Gefühl einen getrügt hat und das erste Gefühl, was man gehabt hat, das hat nicht gestimmt, aber momentan ist halt mein Gefühl, dass das nicht so richtig funktioniert mit ihm. Scheiße, aber vielleicht mache ich mir, wie gesagt, auch zu sehr Druck, vielleicht ist es unterbewusst alles, dass das nicht funktioniert gerade, ich weiß nicht, woran es liegt.
Es kann doch nicht sein. Ich spiele immer noch 4-2-3-1. Ich spiele immer noch die Formation. Ich spiele immer noch mit einem Stürmer. Ich mache doch nichts anderes. 155 Spiele. 70, nee Quatsch, 80, 90 Scorerpunkte. Und wir können mindestens 15 abziehen, also 90 auf 140, vielleicht sogar 90 auf 125, auf 130, 135, irgend sowas. Also einfach sehr gute Werte. Was ich mir auch schon Verrücktes überlegt habe, ist, Müller nochmal als Stürmer zu probieren und Kruse als ZOM, dann hat man quasi, und Müller quasi den Champions League Style zu lassen, Maestro, dann hat man zwei offensive mitspielende Stürmer, ZOMs, keine Ahnung, wie man die nennt, also zwei falsche Neun oder irgend sowas im Sturm. Das wäre auch eine coole Idee. Aber eigentlich wollte ich damit jetzt mit diesem Experiment jetzt nicht erst in der Weekend League anfangen und deswegen, naja, wie gesagt, Man of the Match. Stindl wird mal weiter probiert. Er hat bisher ein Tor gemacht. Das war super easy. Das andere easy Tor macht er leider nicht. Ich bin echt enttäuscht bisher. Fuck! Egal, bis zum nächsten Mal. Es läuft ja wenigstens in der Weekend League insgesamt gut. Nur zwei Niederlagen nach fünf Siegen und eine davon geklaut. Das war eigentlich auch ein Sieg. Egal. Bis morgen. Tschö, tschö, euer Paxis.